weiter geht's. Oh, warte, ich muss kurz leiser machen. Leiser. Und leiser. So, jetzt können wir hoch. Warte bitte unten, Hiwi. Du toller Hund. Oder so. Pudding, ich liebe Pudding. Pudding, Pudding, Pudding. Und hier ist eine Tür. Oh, Mann. Joa. Einfach eine bloße Schneiderpuppe. Wuhu. Und ja, hier sind viele. Was ist das? Was? Dörrhuhn. Yeah, für Hiwi. Freut mich. Okay. Und ist hier noch so? Scheiß Kamera jetzt wirklich. Okay, Projektor. Mhm. Genau, wir haben ja einen Film. Filmrolle, genau. Angucken. Jetzt. I was being filmed. Who's there? Why are you after me? What do you want? Azoth. Azoth? Azoth. Essence of life. Of life. Of woman. Woman. Okay, Daniela kann sehr lustig mit ihrem Kopf rumwackeln. Immer wenn ich das sehe, muss ich lachen. Oh Mann, dieses Spiel ist so toll. ja, Daniela, es reicht nicht, um schlafen zu können. Ja, ich hasse dich auch. Was? Warum? Egal. Oh, sie ist verletzt. Nein! Hiwi! Oh, das wollte ich jetzt nicht, Fiona. Weil du bist einfach zu langsam, okay? Du bist viel zu langsam. Und sie ist hinter uns, glaube ich. Fische, helft mir! Attacke, los! Surfer oder so. Setz irgendwas ein. Einfach Knarre, was weiß ich. Warum? Oh, nee, geh weg. Bitte geh. Geh weg. Ich glaube, sie ist weg. Hiwi, come on. Okay, gut. Warum folgt sie uns jetzt nicht mehr? Ist sie blöd oder was? Okay, nichts gegen Daniela. Ich will nicht geschlagen werden. Müssen wir jetzt hier lang? Ich glaube schon, ne? Nicht knurren. Knurren ist böse. Ja, hier lang müssen wir. Okay. Boah. Hallo Füße. Ja. Das kann ich auch. Das ist hier irgendwie ein bisschen sehr komisch aufgebaut. Was laber ich hier für eine Scheiße?
Ich mach schon mal auf. Yay, und voll mit der Schnauze gegen die Wand. Oh Gott, du tust mir so leid, Hiwi, was du alles für mich machen musst. Komm her. Good boy. Good boy. Okay, komm, wir gehen nach unten, ne? Ein Hocker. Ein Spiegel. Wir haben den noch gar nicht gebraucht, glaube ich. Joa. Ich mag die Kameraansicht hier. What the? Sprich dir mal an. Hallo, interessiert dich das nicht? Fiona? Hallo, ritt dir doch... Nee. Also ist das für sie ganz normal. Atu verhüllt das Ding. Warum versuchen sie alle so... Warum versuchen sie alles so zu verstecken? Weil die doof sind. Ja. Yeah. So ist das halt. Die machen aber sehr komische Geräusche. Oh Mann. Nein, geht weg. Woo. Go. Hiwi, nein, nein, nein. Nein. Hiwi, hallo, Hiwi. Oh, danke schön. Es hat jetzt bestimmt Fiona gehört. Fiona. Ja, Fiona hat es auf jeden Fall gehört. Aber ich meine, Daniela. Können sich hier verstecken? Ne, hier liegt was. Medaillon. Und? Man kann sich hier trotzdem verstecken. Ja, kann man. Und da im einfachen Tisch. Da wird sich keiner sehen. Keiner. Oh Mann, Fiona. Mach mal hier auf. Och, ja, scheiße. Stimmt ja. Von der anderen Seite abgespürt. Kann man hier lang? Ein gewaltiger Käfig. Okay, ich glaube, da willst du nicht so unbedingt rein, wenn ich jetzt mal so raten darf. Ja. Schalala, schalala. Ja, oh, und doch nicht dagegen laufen, Mann. Jetzt gehen wir hier wieder hoch. Wuhu, super. Ach ja. Warum fällt mir gerade nichts zum Reden ein? Das ist doch nicht mehr normal. Das bin doch nicht ich. Okay. Gehen wir mal hier rein. Und es ist ein Raum. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Und da liegt sogar was. Lavendel. Und hier ist ein Waschbecken und wir können was trinken. Juhu. Status wieder hergestellt. Ja, es ist abgeschlossen. Na super. Mann. Hallo, wo bist du denn? Ach, da. Okay, da ist was. Oh, ich habe eben die Füße von Hiwi gesehen und ich dachte, es ist Daniela, Alter. Oh, nee. Es ist eine Art Medizinflasche auf dem Regal. Auf dem Etikett steht Essigsäure. Dann nicht. Die Essigsäure. Und da ist auch was. Mehrere Flaschen mit verschiedenen Chemikalien sind draußen gelassen worden. Die Worte Schwefelsäure sind auf eine Flasche geschrieben. Ich verstehe das nicht, ne? Also man kann hier noch einen Rachepunkt mit Daniela machen. Aber ich habe den noch nie so richtig gesehen, nur in einem Video. Und ja, ich weiß ja nicht, wie das geht. Vielleicht wisst ihr das ja, aber... Könnt ihr mir das vielleicht mal sagen, wenn das einer weiß, weil es interessiert mich richtig. Hä, sie denkt was. Was? Riecht dieses Parfüm nicht? Warte mal, vielleicht ist der Geruch für menschliche Nase nicht wahrnehmbar, ja? Ja? Entschuldigung. Ja? Hat weiter eventuell auch Faria? Nein, hat er nicht. Der hat zurzeit keine? Nein. Ich hab aber schon gesagt. Ja. Gut. Dann mal gucken, ob das mit meinem fahren kann. Ja. Und ich fahre gleich mal einkaufen. Mach das, viel Spaß. Kauf Pudding. Oh. Dann ich. Ja. Okay, das war jetzt meine Mutter. Nochmal, was? Riecht dieses Parfüm nicht? Warte mal, vielleicht ist der Geruch für menschliche Nasen nicht wahrnehmbar.
Aber Hiwi ist was anderes. Diese große Nase muss doch Sinn machen, nicht, alter Junge? Ja, das hat mir nämlich schon mit dem Dings hier. Und ja, meine Mutter hat gerade über das Fahrrad geredet. Meins ist nämlich kaputt gegangen. Einfach so. Und deswegen brauche ich jetzt mal irgendwie was Neues so. Das ist ein Gerät, das zum Messen verwendet zu werden scheint. Was soll sie wohl damit messen? Was? Ach so. Oh. Ja. Ja, ich würde es gerne wissen, wie das funktioniert. Sieht aus wie Plastikbehälter. Ist zur Aufbewahrung von Chemikalien. Ich kann das Wort Ethanol auf dem Etiketten ausmachen. Oh nein! Okay. Kann mir bitte mal jemand sagen, wie das geht? Dann nicht. Okay. Und man, das interessiert mich so. Und ich kriege das irgendwie nicht hin. Und auch von Let's Plays von anderen, also die das gespielt haben, die kriegen das auch nicht hin. Sie wissen das. Also ich, keine Ahnung, ob die wissen, wie das geht, aber auf jeden Fall haben die es nicht gemacht. Und das macht mich voll traurig und so. Ja. Synthesizer oder wie auch immer es heißt. Durch Trennung des Halbstückes aus Platin und dessen anschließender Synthese mit dem geheiligten Weiß ist eine neue spirituelle, durchdrungene Substanz geboren. Der Pfad, den du begehst, ist so gefährlich. Ach so. Wenn du jedoch nicht willst, dass das geheiligte Weiß besudelt wird, dann solltest du den großen Prozess hier aufgeben. Okay. Ach so. Ja, sie denkt, war es mir egal. Es sind Bücher auf dem Tisch ausgebreitet. Sie scheinen sich von komplexen Formeln zu handeln. Aber sie reichen weit über meine Verständnisebene hinaus. Ja, das ist ja super. Das ist ja wunderbar. Okay, nein, das darf ich nicht mehr sagen. Es tut mir leid, Zoe. Nee, ich finde das so genial. Speichern! Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Mann! Total durcheinander. Total gestört. Ja. Hier, wie kommst du? Okay, eine Treppe. Oh mein Gott, eine Treppe. Ja. Und hier ist das Ding, was auch im Video gezeigt wurde, wo Ricardo und Daniela standen. Das ist eine Wählscheibe mit etwas, das wie ein Wasserrohr aussieht, verbunden. Ja, hier oben war doch so, hier normal und... Nein, andersrum. Also hier war das so und das hier war immer so, ne? Yeah! Oh Gott, das vibriert. Hallo, auf. Jetzt reicht's. Mann! Okay, die Tür ist offen. Yay! Die Tür ist offen. Mach sie auf. Oh Gott, kommt Daniela? Bitte nicht. Oh, ich glaube, sie kommt. Ich möchte jetzt nämlich speichern und nochmal, also nochmal speichern und dann ausmachen. Weil es sind schon 13 Minuten und ich habe keinen Bock mehr, weil meine Mutter wieder alles versaut hat. Nein, egal. Also ich mache jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.